Was beschäftigt die Jugendlichen in Deutschland gerade? Was man sieht, ist, dass sie sehr stark umgetrieben sind von der Inflation in diesem Jahr, aber auch damit verbunden höhere Immobilienpreise bzw. Mietpreise, aber auch die Angst vor Krieg. Und was zumindest schon immer noch ein wichtiges Thema ist, ist natürlich der Klimawandel, aber er kommt, glaube ich, weiter unten, als viele das vermutet haben. Also er steht deutlich hinter diesen anderen Themen. Was das mit den EU-Wahlergebnissen gemacht hat und wie Parteien bei Jugendlichen eine Chance haben könnten, darüber rede ich heute mit meinem Kollegen Jonathan Lindenmeier aus der Digitalredaktion. Außerdem, am Augsburger Rathausplatz hat am Wochenende ein Weltrekordversuch stattgefunden. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Montag, den 17. Juni, mit mir, Lena Bammert. Windräder könnten nahe an die Augsburger Stadtgrenze rücken. Die Stadt Bobingen im Kreis Augsburg hat ihren Flächennutzungsplan für das Thema Windkraft vorgelegt. Demnach würde ein Teil des Vorranggebiets in Richtung Stauden reichen, der andere Teil zwischen Burgwalden und Bannacker liegen. An dieser Stelle wären Windräder in Sichtweite der südlichen Augsburger Stadtteile. Es gibt noch keinen Antrag für ein konkretes Vorhaben, allerdings sieht eine Bürgerinitiative die Überlegungen grundsätzlich kritisch. Und auch in Augsburg gibt es schon eine Reaktion. Im Stadtteil Bergheim wurde ein Plakat aufgehängt, das vor einem Windpark warnt. Die Stadt selbst sieht bei den geplanten Gebieten bisher keine Probleme. Sobald es konkrete Vorhaben gäbe, werde man sich die Planungen aber nochmal anschauen. In Augsburg selbst wird es wohl nicht zu Windrädern kommen. Im Siebentischwald ist der Trinkwasserschutz ein Ausschlusskriterium. Auf der Hochterrasse bei Inningen sind es die Vorgaben der Bundeswehr. Rund um Augsburg gibt es Windräder auf dem Lechrhein oberhalb von Kissing im Kreis Eichach-Friedberg sowie bei Langreichen und nördlich von Thierhaupten im Kreis Augsburg. Weitere Vorranggebiete sollen innerhalb des regionalen Planungsverbandes im Großraum Augsburg gesucht werden. Am Wochenende hat es einen Weltrekordversuch in Augsburg gegeben. Anlass dafür: Der Integrationsbeirat feiert 50-jähriges Jubiläum. Menschen aus verschiedenen Nationen haben am Samstag auf dem Augsburger Rathausplatz das Wort Frieden jeweils in ihrer Sprache laut ausgesprochen und mit weißen Schildern über ihre Köpfe gehalten. In Augsburg wohnen Menschen aus 144 verschiedenen Nationen. Für den Weltrekord sollten mindestens 100 von ihnen in verschiedenen Sprachen das Wort Frieden aussprechen. Als die Menschen dann mit ihren Schildern auf dem Platz standen, waren es rund 80. Da es aber bei der Aktion weltweit offenbar keine Konkurrenz gibt, feierten die Menschen in Augsburg ihren Erfolg trotzdem als Rekord. Der Integrationsbeirat zeigte sich zufrieden. Es geht um Offenheit, um Vielfalt und um ein Miteinander, eben um das, was Augsburg ausmacht, so der Beirat. Vor 50 Jahren wurde der Augsburger Integrationsbeirat ins Leben gerufen, um sich um die Belange von Migrantinnen und Migranten der Stadt zu kümmern. Damals noch als sogenannter Ausländerbeirat wurde er am 27. März 1974 als einer der ersten in Deutschland gegründet. Seit 2021 trägt er den offiziellen Titel Beirat für Fragen der Zuwanderung, Flucht und Integration der Stadt Augsburg. Ich bin wie immer euer Beirat für Fragen zum Wetter und als dieser sage ich euch, heute Morgen ist die Sonne in Augsburg nicht zu sehen. Vereinzelt kann es zu leichtem Regen kommen bei Temperaturen von 14 Grad. Im Laufe des Mittags kommt die Sonne dann manchmal raus und die Temperatur klettert auf 24 Grad. Abends gibt es dann wieder Wolken bei einer Temperatur von 15 Grad. Es bleibt aber trocken. Bei der Europawahl konnten in Deutschland zum ersten Mal Jugendliche ab 16 Jahren wählen. Das Ergebnis war dann ziemlich ernüchternd. Zumindest wunderten sich einige, warum die AfD bei den 16- bis 24-Jährigen genauso gut abschnitt wie bei den älteren Wählern und Wählerinnen. Über das Wahlverhalten junger Menschen spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jonathan Lindenmeier. Hallo Jonathan. Hallo Lena. Damit wir alle auf demselben Stand sind, vielleicht zu Beginn die Frage, wie haben die Jugendlichen denn überhaupt gewählt? Was waren da die Ergebnisse? Die CDU und die CSU waren ein bisschen schwächer als im Gesamtergebnis. Die AfD etwa gleich stark. Auch die Ampel hat ein bisschen verloren, aber nicht so sehr wie bei älteren Zielgruppen. Was auffallend ist, ist, dass vor allem kleine Parteien zugelegt haben bei den jungen Wählerinnen und Wählern. Also Volt zum Beispiel mit 9% deutlich mehr als bei älteren Zielgruppen oder auch Tierschutzpartei, die dort ein viel besseres Ergebnis erzielt haben als im Gesamtdurchschnitt.
Wieso war das so? Wieso haben die kleinen Parteien so abgesahnt bei den Jugendlichen? Darüber habe ich mit einem Jugendforscher gesprochen, der sagt, dass junge Wählerinnen und Wähler relativ thematisch wählen. Also wenn sie eben der Tierschutz umtreibt, dann wählen sie eben die Tierschutzpartei und sie sind selten wirklich schon loyal einer Partei gegenüber, wie das vielleicht bei älteren Wählerinnen und Wählern ist, die einfach seit Jahren die SPD wählen und sie deshalb auch jetzt wieder wählen. Es ist eben so, dass sie von Wahl zu Wahl eher gucken, was treibt mich in diesem Moment um, und da bieten sich kleine Parteien häufig besser an, weil sie sich sehr stark meistens auf ein Thema fokussieren, was bei größeren Parteien eben nicht so der Fall ist. Und dann kommt noch dazu, dass bei der Europawahl natürlich die 5%-Hürde einfach nicht existent ist und dadurch die Stimme nicht verloren ist. Du hast gesagt, thematisch wählen. Was waren denn die Themen von den jungen Menschen bei der Wahl? Was man sieht, ist, dass sie sehr stark umgetrieben sind von der Inflation in diesem Jahr, aber auch damit verbunden höhere Immobilienpreise bzw. Mietpreise, aber auch die Angst vor Krieg. Und was zumindest schon immer noch ein wichtiges Thema ist, ist natürlich der Klimawandel, aber er kommt, glaube ich, weiter unten, als viele das vermutet haben. Also er steht deutlich hinter diesen anderen Themen in diesem Jahr zumindest. Wie können denn Parteien ganz allgemein junge Wähler und Wählerinnen erreichen? Und was hat die AfD vielleicht auch richtig gemacht in der Wahl? Eine große Rolle spielen natürlich soziale Medien, auch wenn man jetzt, glaube ich, das relativ gute Abschneiden der AfD nicht auf TikTok allein schieben sollte. Aber natürlich ist das ein wichtiger Kanal, um junge Menschen zu erreichen. Und da ist einfach die AfD präsenter als die etablierten Parteien, wobei sie, glaube ich, auch aufholen. Also das hat man schon auch gemerkt, dass gerade die FDP mit Strack-Zimmermann im EU-Wahlkampf da jetzt deutlich präsenter war. Und das ist natürlich ein wichtiger Hebel, um junge Menschen anzusprechen. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist es in erster Linie wichtig, wirklich auf die Themen einzugehen, die sie umtreiben, und vielleicht gar nicht so sehr der Kanal, der da im Vordergrund steht. Also wenn man einfach nicht die richtigen Themen besetzt, wenn man sich nicht wirklich dafür interessiert, was junge Menschen umtreibt, dann wird man ihre Stimme auch nicht bekommen, egal wie präsent man auf TikTok ist. Also es ist natürlich ein Zusammenspiel von Kanal und Inhalten letztlich. Jetzt waren bei der EU-Wahl, wie gesagt, ja das erste Mal die 16-Jährigen am Start. Theoretisch könnte man das Wahlalter ja noch mehr absenken. Was sagt der Jugendforscher denn dazu? Er ist da tatsächlich dafür, das Wahlalter noch weiter abzusenken auf 14, weil er sagt, das geht letztlich Hand in Hand mit dem Unterricht in der Schule, wo man ja Politik oder Sozialwissenschaften je nach Bundesland unterrichtet wird. Und dass man eben quasi begleitend dazu in der Schule herangeführt werden soll an die Demokratie. Und so ist zumindest seine These, den Wert der eigenen Stimme und der Demokratie eher zu schätzen lernt, wenn man das eben früh mitbekommt. Und er plädiert auch sehr stark dafür, junge Menschen einfach einzubinden in demokratische Prozesse. Vielen Dank, Jonathan. Danke, Lena. Wir machen weiter mit dem Blick aus Deutschland auf Europa, denn es folgt ein kleiner EM-Überblick für euch. Heute können die Österreicher gleich mal beweisen, ob sie bei der Europameisterschaft zu Recht als Geheimfavorit gehandelt werden. Am Abend startet Österreich in Düsseldorf gegen Schwergewicht Frankreich ins Turnier. Und vorher trifft Rumänien auf die Ukraine und Belgien bekommt es mit der Slowakei zu tun. Und die Staats- und Regierungschefs der EU wollen nach der Europawahl heute über die künftige Besetzung hochrangiger EU-Positionen beraten. Ursula von der Leyen hofft nach dem Erfolg des Mitte-Rechts-Bündnisses EVP auf eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin. Zum Schluss eine wichtige Frage für euch. Wie viele Baustellen habt ihr gerade in eurem Leben? Ich hoffe nicht allzu viele. Wer auf jeden Fall welche hat, das sind die Stadtwerke Augsburg. Gleise werden erneuert, Leitungen verlegt und egal, ob Baustellen im Leben oder in der Stadt, so wirklich glücklich machen sie eigentlich niemanden. Das weiß auch die Stadt, deswegen gibt es jetzt einen Trommelwirbel. Eddie Erdmann! Eddie Erdmann ist ein Baustellenmaskottchen und er ist ab sofort nicht nur auf Flyern zu sehen, sondern, jetzt kommt's, er hat sogar eine eigene Mailadresse. Unter eddie.erdmann@sw-augsburg.de könnt ihr dem Erdmännchen rund um die Uhr schreiben, Fragen stellen, auch euer Herz ausschütten, vielleicht ja auch über eure ganz eigenen Lebensbaustellen reden. Wer weiß, vielleicht hat Eddie da einen Tipp. Mal schauen, was er antwortet.
Das war der Nachrichtenwecker für diesen Tag. Danke an euch fürs Zuhören. Danke an Jonathan Lindenmeier für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Und wenn ihr mögt, sind der Nachrichtenwecker und ich auch morgen wieder für euch da.